Viele Eltern das sogenannte Kita-Problem. Ja? Man muss ja erstmal eine Kita für sein Kind finden. Jetzt hat man das Gefühl, ah, da wäre ein Plätzchen frei und das könnte ich rein theoretisch auch kommen. Dann heißt es allerdings, klappt leider doch nicht, weil das Kind heißt falsch. Genau, das ist wirklich absurd. Eine Begründung, die man ehrlich gesagt nicht glauben kann. Mit dieser Begründung hat eine Berliner Kita tatsächlich ein Kind nicht aufgenommen. Das Problem ist, dass die kleine Ella schon mal da ist. Und es würde ja eine Verwirrung sein in der Gruppe, wenn es zwei Ellas gibt. Na, zwei Ellas gehen überhaupt nicht. Also da kann das eine Kind eben nicht aufgenommen werden. Das ist ja echt hanebüchen, die Story, oder? Also kann gar nicht sein. Ich wäre ja schockiert und weiß nicht, ob ich lachen oder weinen würde. Also unglaublich. Da wäre ich erstmal nach hinten umgefallen. Wäre mir sofort die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, glaube ich. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Story. Berliner Eltern sind ratlos, wütend und vor allem hilflos. Kindergartenplätze sind hier, wie in vielen anderen Orten auch, Mangelware. Mütter und Väter beginnen meistens schon gleich nach der Geburt ihres Kindes mit der Suche. Ich habe mich beworben in der ersten Kita, da war ich im vierten Monat schwanger. Und ab diesem Zeitpunkt rief ich alle drei Monate in der Kita an, um mich halt immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und da wurde dann auch gesagt, ja gut, wunderbar, wir haben Sie auf dem Schirm, melden Sie sich dann und dann wieder. Das tat ich immer wieder und zum Schluss kam dann doch die Absage. Erfahrungen, die viele Eltern in Deutschland machen müssen. Zu wenig Erzieher, auch wegen zu geringer Bezahlung. Aber was die Mutter einer kleinen Tochter aus Berlin schildert, ist unglaublich. Ihre Tochter Ella sei von einem Kindergarten abgelehnt worden, schreibt sie im Internet, weil es bereits eine kleine Ella im Kindergarten gäbe. In meiner Kita gab es in meiner Gruppe, wenn ich mich recht entsinne, das ist lange her, also mindestens fünf Annas, hat keiner was gesagt. Ich habe selbst mal in der Kita gearbeitet, da gab es den Namen von einem jungen Namen öfters und das war sogar in der gleichen Gruppe. Dann macht man halt einen Spitznamen dafür, für den Jungen, also für den zweiten Namen. Finde ich jetzt nicht irgendwie dramatisch. Aber wie würden die Eltern reagieren, wenn ihre Kinder aufgrund ihres Namens in der Kita abgelehnt würden? Wenn ich das bekäme, das wäre für mich eine Steilvorlage für einen Anwalt. Sind zwei Ellas in einer Kindergartengruppe zu viel? Fest steht, wenn diese Begründung Schule macht, haben die Eltern der vielen Maries, Emmas, Alexanders und Maximilians ganz schlechte Karten.